Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der vergessenen Stadt. Und wir gehen nochmal zu dem alten Mann zurück, den wir da gefunden haben, der da gebaumelt hat. Dann ist er runtergefallen. Und es stand doch da etwas von einem Brief. Wir sollten einen Brief dort finden bei ihm. Da gucken wir jetzt mal genauer hin. Da ist ja der Brief. To whoever reads this, I am so sorry you had to find me like this. And worse, that you will share my fate. I have spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. But there are only two choices. Death, or the door to the house on the lake. I made the mistake of opening that door. I thought I could help them if I found the right one, but whatever I did, it took me right back to that lake house. In the end, all I learned is that some things are worse than death. I urge you to learn from my mistakes. Best to take your own life now, then find out what awaits you beyond that door. I've locked it and hidden the key. I'll guard it with my eternal soul if I have to. But I fear even that will not be enough. For the lake house calls to you. And when it does, you must not listen. Altrius. Ja. Balkon der Zitadelle. Den Schlüssel also. Balkon. Ja, da müssen wir vielleicht dorthin. Da oben, das scheint mir so etwas wie ein Balkon zu sein. Das ist aber mal hoch. Das sieht erstmal gar nicht so... Da oben! Der schimmert etwas blau, das wird er sein. Ach, da müssen wir da ganz rauf jetzt. Ja, gibt es da einen Aufzug oder? I was in your shoes once, a lifetime ago. I remember the way the lake house calls to you. Puh, ja, wenigstens schlafen können wir. Gold gibt's hier, Geld, okay. Eine Flöte. Schön. Skoma. Ja, ein feiner Herr muss hier... Oh. Der muss hier gewesen sein. Schlafen können wir hier nicht. Na gut. Papier.
Lieder von Himmelsrand, überarbeitete Ausgabe. Na, das kennen wir doch, oder? Lieder von Himmelsrand, überarbeitete Auflage. Zusammengestellt von Gerard Jemain, Historiker der Bardenakademie Einsamkeit. Ragnar der Rote ist ein traditionelles Lied aus Weißlauf. Trotz des grausigen letzten Bildes gilt das Lied allgemein als fröhlich und ausgelassen und ist in den Tavernen in ganz Skyrim sehr beliebt. Ja, das kennen wir. Da sind sie alle drin. Ja, das nehmen wir mal mit. Ohne Klampfe können wir nicht singen. Ach so. Nun sind wir gleich wieder überladen. Na, das ist jetzt sehr überraschend. Ja, gleich sind wir total voll und können uns nicht mehr bewegen. Die haben Zauberlichter. Über die Draenor, das kennen wir. Die drei Bände haben wir schon gelesen. Ursprünge der Draenor-Gesetze, glaube ich auch. Shimar Vam Medium, das kenne ich, glaube ich, nicht. Himmelsrand für Entdecker, glaube ich, kennen wir auch. Ein Traum von Sovngarde kennen wir auch. Eine Chronologie des dritten Zeitalters müssten wir auch kennen. Aber das hier kennen wir, glaube ich, nicht. Ja, Shimar Vam Medium. Alte Sagen der Draenor, Teil 6. Von Marobar Sul. Nach vielen Kämpfen war klar, wer den Krieg gewinnen würde. Die Chimer besaßen großes Geschick in der Magie und Schwertkunst, aber gegen die gepanzerten Bataillone der Draenor bekleidet mit den edelsten Schutzplatten Nyargos gab es nur wenig Hoffnung, jemals zu siegen. Um dem Land ein gewisses Maß an Frieden zu bewahren, stimmte der Kriegsherr Stowen einem Waffenstillstand mit Karenitil, Barif, der Bestie, zu. Für das umstrittene Land gab Stowen Barif einen mächtigen Golem, der das Territorium der Chimer gegen die Streifzüge der nördlichen Barbaren beschützen würde. Barif war hocherfreut über das Geschenk und brachte es zu seinem Lager, wo all seine Krieger es ehrfürchtig anstarrten. Mit seinem glitzernden goldenen Farbton ähnelte er einem dwemerischen Kavalier mit stolzem Gesichtsausdruck. Um seine Stärke zu testen, stellten sie ihn in die Mitte des Platzes und warfen magische Blitzstrahlen nach ihm. Er war so geschickt, dass nur wenige der Strahlen ihn trafen. An seinen Hüften hatte er Utensilien, die er als Gegengewicht nutzte, um die Hauptlast der Attacken zu umgehen, ohne seine Balance zu verlieren und doch mit den Füßen fest auf dem Boden zu stehen. Es folgten mehrere Feuerbälle, denen der Golem geschickt auswich, indem er seine Knie und Beine dehnte und sich so um die Explosionen herumdrehte.
Bei den wenigen Malen, die er getroffen wurde, sorgte er dafür, dass er an den robustesten Teilen seines Körpers, nämlich Brust und Taille, getroffen wurde. Die Truppen jubelten beim Anblick einer solch beweglichen und kräftigen Schöpfung. Mit ihm in der Verteidigung würden die Barbaren aus Skyrim niemals wieder ihre Dörfer erfolgreich heimsuchen. Sie nannten ihn Shimmer Vamedium, die Hoffnung der Krimmer. Barif ließ den Golem in seine Gemächer bringen, wo alle Fürsten seines Hauses versammelt waren. Dort testeten sie Shimmer Vamedium weiter, seine Stärke, seine Schnelligkeit, seine Unverwüstbarkeit. Sie konnten keinen Makel in seiner Bauweise finden. Stellt euch nur vor, wie diese nackten Barbaren bei ihren Raubzügen als Ersten auf ihn treffen, lachte ein Tane. Es ist nur bedauerlich, dass er eher einem Dwemer ähnelt als einem der unseren, sinnierte Karenethil Barif. Es ist widerlich zu denken, dass sie mehr Respekt vor unseren anderen Feinden haben als vor uns. Ich denke, dass wir den Friedensbedingungen niemals hätten zustimmen dürfen, sagte einer der aggressivsten Fürsten. Ist es zu spät, den Kriegsherrn Stovin mit einer Attacke zu überraschen? Es ist nie zu spät, aber für einen Angriff, sagte Barif. Aber was ist mit seinen mächtigen gepanzerten Kriegern? Ich habe gehört, sagte Barifs Meisterspion, dass seine Soldaten immer im Morgengrauen aufwachen. Wenn wir eine Stunde davor zuschlagen, bevor sie noch die Gelegenheit für ein Bad hatten, geschweige denn ihre Rüstungen anzulegen, können wir sie ohne große Gegenwehr überwältigen. Wenn wir ihnen Waffenschmied in Yago gefangen nehmen können, würden auch wir dann die Geheimnisse der Schmiedekunst kennen, sagte Barif. So soll es sein. Wir greifen morgen an, eine Stunde vor Morgengrauen. Damit war es festgelegt. Die Armee der Chimer marschierte bei Nacht und fiel in das Lager der Dwemer ein. Sie vertrauten auf Shimmer Vamedium, der die erste Angriffswelle anführen sollte. Aber er funktionierte nicht richtig und fing an, die Truppen der Chimer zu attackieren. Darüber hinaus waren die Dwemer in vollständiger Rüstung gut ausgeruht und begierig zu kämpfen. Die Überraschung hatte sich ins Gegenteil verkehrt und die meisten der hochrangigen Chimer, darunter auch Karenethil, Barif, das Biest, wurden gefangen genommen. Sie waren zwar zu stolz zu fragen, aber Stovin erklärte ihnen dennoch, dass er vor ihrem Angriff durch das Zeichen eines seiner Männer gewarnt worden war. »Welcher eurer Männer hält sich in unserem Lager auf?« spottete Barif. Shimmer Vamedium, der aufrecht neben den Gefangenen stand, nahm seinen Kopf ab. In seinem metallenen Körper steckte Nyago, der Waffenschmied. »Ein achtjähriges Dwemer-Kind kann einen Golem erschaffen«, erklärte er. »Aber nur ein wahrhaft großer Krieger und Waffenschmied kann vorgeben, ein Golem zu sein.« Anmerkung des Herausgebers: Dies ist eine der wenigen Erzählungen dieser Sammlung, die sich tatsächlich auf die Dwemer zurückverfolgen lässt. Die Formulierung weicht zwar stark von den alten, meist in altmährisch verfassten Versionen ab, der Inhalt an sich stimmt aber überein. Shimmer Vamedium könnte der dwemerische Nachmardurnidams sein. Dieses Wort erscheint häufig auf dwemerischen Plänen für Rüstungen und Animunculi.
Über seine Bedeutung ist allerdings nichts bekannt. Es ist jedoch beinahe auszuschließen, dass es Hoffnung der Chima ist. Die Dwemer waren vermutlich die Ersten, die schwere Rüstungen einsetzten. Es ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass ein Mann in einer Rüstung in dieser Legende so viele Chima zum Narren halten konnte. Beachtet auch die Reaktionen der chimärischen Krieger. Als diese Geschichte erzählt wurde, müssen Rüstungen, die den ganzen Körper bedeckten, noch sehr außergewöhnlich und neu gewesen sein, wogegen selbst zu dieser Zeit dwemerische Schöpfungen wie Golems oder Zenturien wohl bekannt waren. In einem Moment seltener Weisheit lässt Marobar-Zul einige Passagen der ursprünglichen Legende intakt, wie beispielsweise Teile der altmärischen Zeile: Ein 8-jähriges Dwemer-Kind kann einen Golem erschaffen, aber nur jeder 8. Dwemer kann zu einem werden. Ein weiterer Aspekt dieser Legende, den Gelehrte, wie ich, interessant finden, ist die Erwähnung eines Zeichens. In dieser Legende, wie auch in anderen, gibt es die Vermutung, dass die Rasse der Dwemer eine Art von lautloser magischer Kommunikation besaß. Es gibt Aufzeichnungen über den Psijik-Orden, die andeuten, dass auch sie dieses Geheimnis teilen. Wie auch immer, es gibt keine dokumentierten Zaubersprüche des Zeichens. Der cyrodiilische Historiker Borgusilus Malier schlug dies als erster als Erklärung für das Verschwinden der Dwemer vor. Er vertrat die Theorie, dass im Jahre der ersten Ära 668 die dwemerischen Enklaven von einem ihrer mächtigen Philosophen, Hexenmeister Kagrnak, in einigen Dokumenten zusammengerufen wurden, um zu einer großen Reise aufzubrechen. Eine Reise von solch erhabenem Ausmaß, dass sie ihre Städte und Ländereien verließen, um sich als vollständige Kultur der Suche nach fremden Gefilden anzuschließen. Ja, schade, wir sind überladen und all die Bücher können wir leider nicht mitnehmen. Wie gesagt, ich glaube schon, dass wir die anderen Bücher kennen. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Da müsste ich in der langen, langen Liste mal nachgucken, ja. Und ich sollte, wie ich es bereits schon mal sagte in einer der letzten Folgen, mittlerweile sollten wir das andersrum machen. Die Bücher, die wir noch nicht gelesen haben, die gehören jetzt in eine Liste. Denn die Liste ist schon sehr unübersichtlich mittlerweile. So mit einem Blick findet man da kaum mehr was raus. So, was können wir denn hier jetzt noch wegwerfen? Ich tippe mal auf so etwas wie diesen Mammut-Stoßzahn. Also man findet über die Liste kaum mehr raus, welches Buch man jetzt schon gelesen hat und welches nicht. Zumindest müsste man da schon länger dann suchen. Oder die Suche einfach verwenden von Excel. Ja, das Ziegenhorn werfen wir doch auch mal weg hier. Und wir gehen schön brav links rum. Hier gibt es eine Tür. Brief des Jarl an Vitus. Lieber Vitus, wenn ich mich recht entsinne, habe ich dich jetzt schon mehrmals gebeten, die geborstene Röhre in der Wand meines Badezimmers zu reparieren, und dennoch leckt sie weiterhin. Wenn sie nicht bald anständig repariert wird, befürchte ich, die ganze Wand wird einstürzen. Erledige das sofort. Mit besten Grüßen, Jarl Metellus. Aha. Ja, beschädigte Bücher sehen wir hier und einen Dietrich können wir mitnehmen. Na gut. Och, so viele schöne Sachen. Da können wir aber verkaufen wie die Weltmeister hier. Na toll.
Das war der Dietrich, den wir gerade gefunden haben. Oh. Naja, Meisterschloss. Das ist ja grauenvoll. Och, Menno. Wir haben nicht unbegrenzt. Unbegrenzt Dietriche haben wir doch nicht. Ich glaube auch manchmal. Das ist gar kein Metall. Ja. 200 Gold und Zwergenöl, Zwergenhelm und ein Zwergendolch. Schade um das Zwergenöl. Ich glaube, daraus kann man irgendwas ganz gut... Ach komm, das nehmen wir mal mit. Noch ein Brief. Zweiter Brief des Jarl. Na, was ist mit seinem Bart? Lieber Vitus, bitte halte uns diese Woche auf dem Laufenden, was deine Bemühungen beim Abnehmen der Dwemer-Büsten betrifft. Das ist für mich persönlich von äußerster Wichtigkeit. Deine Mühen werden belohnt werden. Mit den besten Grüßen, Jarl Metellus. Das ist hier so düster, wir übersehen hier die Hälfte, glaube ich. Das ist ja cool, so eine kleine Spitzhacke, so eine feine. Die können wir aber nicht mitnehmen, den Hammer könnten wir nehmen. Ging es hier nicht vorhin weiter? Warum sind wir hier entlang gegangen? Oh, da ist so einer. So ein großer. Machet uns Licht. Vergessene Stadt. Ja, da waren wir. Wir müssen noch ein paar Etagen weiter nach oben. Aber vielleicht finden wir hier ja auch noch irgendetwas in diesem Raum. Naja, gut. Wertvolle Sachen, die wir sowieso nicht tragen können. Schlafen dürfen wir hier auch nicht. Und hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Ja, den werden wir doch bestimmt hier irgendwo finden. Da unten liegt da einer. Das ist ein Löffel. Brief des Jarl an Asanji. Liebe Köchin Asanji, ich erfuhr aus verlässlicher Quelle, dass ihr meiner Tochter Ideen über die verbotene und geisteszersetzende Substanz in den Kopf gesetzt, die von Degenerierten in ganz Elsweyr benutzt wird, Skoma. Scheinbar seid ihr mir gegenüber nicht ganz offen gewesen zu sein. Was eure persönliche Vergangenheit betrifft, bevor ihr in meiner Stadt ankamt, die als erbärmliche Skoma-Süchtige. Ich werde euch genau beobachten. Ich erinnere euch daran, dass man euch in eurer privilegierten Position in meiner Zitadelle vollstes Vertrauen entgegenbringt und ihr euch, wenn ihr euch nicht mit äußerster Korrektheit benehmt, sehr schnell im Dreck der Stadt da unten wiederfinden werdet. Ich gehe davon aus, mich klar ausgedrückt zu haben. Mit den besten Grüßen, Jarl Metellus. Und der hat aber viel geschrieben und auch so klein manchmal. Ja, wo sollen wir den Schlüssel finden jetzt? Ich hätte den Schlüssel unter dem Bett versteckt. An einer Wand irgendwo. Oder hier reingelegt. Ja, vielleicht in einem anderen Zimmer. Na, hier waren wir, ja.
Nein, das ist die Küche. Hier waren wir gar nicht. All die verbrannten Leichen. So viele Dwemer-Becher. Oh nein, wir sind müde. Ah, unser Bettzeug haben wir ja dabei. Salz und was ist das? Messer. Ach, Salz nehmen wir mit. Doch. Na, das wird ja eine Suche, den Schlüssel zu finden. Und die ganzen Löffel und noch mehr Salz. Hier geht es auch wieder zur vergessenen Stadt, ja? Ja. So, da oben waren wir aber, oder? Da müssen wir jetzt auf. Da ist irgendetwas Feindliches in der Nähe. Und waren wir hier schon drin? Wo ist es hin? Ah, bis dahin ist es geflogen. Na gut. Gut, dass wir das Magierlicht schon haben. Meine Güte. Da wären wir hier aber ganz schön aufgeschmissen ohne das Licht. Handschuhe, Gewicht 0,5. Naja. Auch schade. Deine leichte schwarze Robe, schlafen können wir hier dennoch nicht. Nicht abgeschickter Brief. Liebste Brevin, ich weiß, dass dieser Brief dich nie erreichen wird, aber ich will ihn dir trotzdem schreiben. Einer meiner Nachbarn hier sagte, es würde mir helfen, einen Schlussstrich zu ziehen, was immer das auch heißen mag. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie leid es mir tut, was passiert ist. Du musst dich fragen, warum ich eines Tages einfach verschwunden war. Ich glaube, du weißt, dass ich dich nie verlassen würde. Deshalb bist du wohl mittlerweile zu dem Schluss gekommen, ich sei tot und lebst dein Leben weiter. Ich wäre dir nicht böse, wenn das so wäre. Markart ist ein hartes Pflaster und du wirst jede erdenkliche Hilfe brauchen. Und unser Sohn braucht einen Vater. Ich musste das einfach niederschreiben. Ich liebe dich. Hiormund. Ja, die Briefe nehmen wir mal mit. Die können wir ja schön sammeln. Aber da sind wir gleich wieder überladen. Nein. Gabel. Ja, das finde ich ganz gut, dass es hier so viele Gabeln, Messer und Löffel gibt. Aber... leider sind wir ja total überladen hier reingegangen. Ostern. Da hat jemand was versteckt. Goldbarren. Aber natürlich. Vielleicht finden wir den Schlüssel hier drin. Ach, Menno. Ich sehe schon, wir brauchen neue Dietriche demnächst. Und 15 Dietriche. Wunderbar. Passt schon. Stahlplattenhelm, so viel wert. Naja. Komm, wir müssen ein bisschen was wegwerfen. Skeva-Fell oder was war das gerade?
Ja, den Hahn würde ich ja auch ganz gerne wegwerfen. Ich weiß, dass die auch sehr selten sind, diese Hähne, diese hier. Und wir können da irgendwelche Fässer oder sowas herstellen. Nur findet man die Hähne so schlecht. Und deswegen möchte ich den nicht unbedingt wegwerfen. Das wiegt auch alles so viel. Ich sehe schon, wir werden uns von der Rüstung trennen, die wir verkaufen wollten. Das ist nicht so schön. Na gut, die Stiefel hier, die sind ja nicht sehr viel wert. Verglichen mit dem Helm zum Beispiel. Eigentlich ist diese Nordrüstung auch nicht so viel wert. Aber das reicht erstmal. So für Kleinkram sollte das reichen, ja. Ja, den Schlüssel. Schwarze Spinnenweben, nein. Nur kein Licht hier. Den Schlüssel können wir auf dieser Etage scheinbar nicht finden. Dann geht es eine Etage höher. Please. Understand. I locked the lake house door to stop you from making the same mistake I made. Ja, aber wir müssen doch mal gucken, was da drin los ist. Und hier sind sowieso einige Schlüssel, die wir brauchen. Da war doch noch eine Schatulle. Dafür gibt's bestimmt auch noch irgendwo einen Schlüssel. And now, you ignore my words and come searching for the key. Naja. Wir machen dir mal ein bisschen Licht da hinten. Du bist ja auch schon ganz durchsichtig. Ah, ich hoffe, du bist freundlich. Du bist ein roter Punkt. Also wohl eher nicht freundlich, was? Oh, hier kann man baden. Was ist das denn? Was ist passiert? Wir sind nackt. Ach so, weil wir baden wollten. Hey, nicht schlecht. Ja gut, einen Moment, wir müssen uns erst wieder anziehen. Jetzt sind wir wenigstens gereinigt einmal. Oh, das mit dem Baden, das müssen wir uns demnächst aber öfter überlegen. Moment, was brauchen wir denn? Schießkunst? Wir brauchen Tragfähigkeit? Oh, oh, oh. Einhand? Hatten wir den? Nein. Den wollten wir, glaube ich, verkaufen hier, oder? Den haben wir doch selber hergestellt, sonst gäbe es doch keinen Unterstrich da drin. Ach, was brauchen wir denn noch? Ein Amulett von Mara? Wollen wir heiraten? Ach, das Amulett hier unten, das verzauberte Amulett, nehmen wir sofort mal. Ach, die Vampirrüstung, die war doch ganz nett. Verzauberte Halskette, so. Irgendeinen Ring hatten wir noch. Das war ja jetzt eine Idee. Oh ja, Schuppenarmschienen der Schießkunst. 20% höheren Schaden mit Pfeil und Bogen. Gut. Schleichen wird verbessert. Ich glaube, den hatten wir um den Ring.
Ja, sind wir denn wieder angezogen oder laufen wir immer noch nackig hier rum? Irgendein... Ach so, der Diadem der großen Schießkunst hatten wir sonst auf, aber jetzt haben wir ja den Charisma-Helm auf. Und warum sind wir so überladen, bitteschön? 380... Aha. 25 Pfund zu viel, das kann doch jetzt gar nicht sein. Nein, 45 sogar. Was haben wir denn da jetzt aufgehoben? Ja, da müssen wir das hier wegwerfen, so leid es mir tut. Oh, da haben wir das so lange mit uns rumgeschleppt. Anders geht es ja nun mal nicht. Halt! Oh, wir sind zu schwach dafür. Lass uns! Der ist fies. Der hat ja gar keinen Schaden genommen. Naja, wir haben ihn auch nur angestupst. So, wir machen dir nochmal Licht da drüben. Wir gehen diesmal nicht in diesen Badezuber. Und nehmen uns vielleicht Pfeil und Bogen. Damit können wir doch ein bisschen was machen. Ah. Das wird nichts. Lass uns. Folgt er uns? Oh, der kommt uns nach. Und der kann ausweichen. Wo ist der Pfeil? Da sind zwei Pfeile. Vielleicht sind wir aber sowas von dem... Gleich geht's nicht mehr. Oh nein. This is for your own good. Tut mir leid. No making a mistake. Und er hat überhaupt nichts. Er hat gar nichts. Wo ist unser Licht? Oh nein. Ach, er hat vielleicht den Schlüssel da hinten bewacht. Wo sind alle unsere Pfeile? Das war doch ein Geist. Die sind doch mit Sicherheit durchgegangen, die Pfeile. Na, nicht alle. Zum Glück wiegt das Gold nichts, wenn wir das einsammeln. Oh, das ist hell. Geschichte und Kultur der Dwemer. Ich werde verrückt. So viele Bücher und wir können nichts mehr tragen. Das gibt es doch gar nicht. Ursprünge der Dwemer-Gesetze. Darum ist auch noch ein kaiserlicher Offiziershelm und beschädigte Bücher. Zwergische Metallbarren. Zwergeband 2. Das haben wir. Definitiv haben wir das schon. Ja, den Seelenstein nehmen wir mit. Und die Rolle der Seelenfalle auch. Zwergeband 1. Ja, die Bände haben wir alle schon gelesen. Doppeltes Geheimnis. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und beschädigtes Buch. Naja, gut. Ursprünge der Dwemer-Gesetze schon wieder. Und eine Meistertruhe. Na, wenigstens haben wir das schon mal ansatzweise jetzt gefunden.
Also den Punkt, an dem wir das aufbrechen können, eventuell. Schön, ja, Dietriche sind viele hier drin. Elixier des Verzauberers. Gegenstände werden 60 Sekunden lang um 25% stärker verzaubert. Das ist gut, für wenn wir verzaubern nachher unsere Gegenstände. Zaubertrank der geringen Magiker und Zaubertrank der höchsten Magiker. Na gut, dann nehmen wir das mal alles mit. Dwemer-Schale. Oh, Golddiadem mit Smaragd. Guck an, Gewicht 2. Heißt alles nichts, das müssen wir mitnehmen. Ankunftsverzeichnis der Bürger. Datum. Erster Morgenstern, vierte Ära 191, Brohl, Wohnung, Stadt, nordwestliche Kammern. Aufgabe, Erforschung der Geschichte und Technologie der Dwemer, selbst zugewiesen. Anmerkung, brillant. Gaia, Wohnung, Zitadelle, untere Etage, Zimmer 3. Aufgabe, Brohls, Forschungsassistentin, Anmerkung, wissbegierig, beschäftigt halten, Potenzial. Datum 19. Sonnenaufgang, 4. Ära 191, Narnabus, verstorben, Wohnung, Stadt, Haus am unteren Bogen, geräumt, Aufgabe Brohls Forschungsassistenz, Stand und Anmerkung, Gerüchte, dass er in Totenbeschwörung herumstümpert, wurde zum letzten Mal beim Betreten des Palastes gesehen, Tür hinter ihm verschlossen, vermutlich tot? Datum 4. Regenhand, 4. Ära 191 auch, Gulvar, Wohnung, Stadt, Haus am unteren Bogen, Aufgabe, Bauer, Anmerkung, typischer fauler Nord. Datum 9. Regenhand, 4. Ära 191, Vitus, Wohnung, Zitadelle, Mitteletage, Zimmer 4. Aufgabe, Dwemer-Technologie erforschen, Anmerkung, kaiserlicher Militäringenieur, beschäftigt halten. Datum, 3. Jahresmitte, 4. Ära 191, Jormund, Wohnung, Zitadelle, Mitteletage, Zimmer 1. Aufgabe, Arbeiter beaufsichtigen, Anmerkungen, Nord, aber gehorsam. Datum 14. Letzte Saat, 4. Ära 191, Harubal, verstorben, Wohnung, Stadt, Haus auf dem oberen Absatz, geräumt, Aufgabe Kurier, Herold, Anmerkung, Schlüssel gefunden, aha, na gut, Dulli, Wohnung, Stadt, Haus auf dem oberen Absatz, zwangsgeräumt, Aufgabe, keine, nicht arbeitsfähig, Anmerkung, mehrfache Beschwerden wegen Anfrage, ihm mit einem vermissten Vermögen zu helfen. Datum 11. Frostfall. 4. Ära 191, Rastasia, Wohnung, Stadthaus auf dem oberen Absatz, Aufgabe Leiterin des Gasthauses. Anmerkung, Abgeschworene, aufpassen, was man in ihrer Nähe sagt. Kein Potenzial. Datum 14. Morgen, Stern, 4. Ära 192, Asanshi, Wohnung, Zitadelle, Mitteletage, Zimmer 3, Aufgabe, Köchin der Zitadelle, Anmerkung, ehemalige Skoma-Süchtige, von Dwemora fernhalten, kein Potenzial. Datum 2. Saat, 4. Ära 192 auch, Domitus, Wohnung, Zitadelle, untere Etage, Zimmer 1. Aufgabe, Nachfolger im Wartestand. Anmerkung, Aggressionsproblematik. Saphira, Wohnung, Zitadelle, untere Etage, Zimmer 1. Aufgabe, keine. Anmerkung, Potenzial. Huhu, ja, da sind ja einige hier. Sind das alles Geister, die uns dann bedrängen gleich? Kann das sein?
Also demnächst. Wo war ich stehen geblieben? Datum 14. Sonnenhöhe, 4. Ära, 192 Sato. Wohnung Zitadelle. Untere Etage, Zimmer 2. Aufgabe Zitadellenwache. Anmerkung: vollkommen taub. Perfekt. Als Zitadellenwache taub, perfekt. Naja, okay. Datum 8. Letzte Saat, 4. Ära, 192, Vernon. Wohnung in der Stadt, Haus am unteren Bogen. Aufgabe, führt den städtischen Lebensmittelladen. Anmerkung, sympathisch. Datum 27. Herzfeuer, 4. Ära, 192, Luki. Wohnung, Stadt, nordwestliche Kammern. Aufgabe, Heilerin. Anmerkung, kompetent, aber missgünstig. Erfahrene Alchemistin, kein Potenzial. Datum 1. Abendstern, 4. Ära, 192, Ulrin. Wohnung, Stadt, Haus am unteren Bogen, Aufgabe, Fischer. Anmerkung, Schwächling, unproduktiv seit dem Verlust seiner Frau. Maisi, vermisst. Wohnung, Stadt, Haus am unteren Bogen, vermisst. Ach, das Haus auch? Ja gut, Aufgabe, Reinigungskraft in der Zitadelle, Anmerkung, Potenzial. Datum 4. Morgenstern, 4. Ära, 193, Jessol oder Jessol, Wohnung, Stadt, Haus auf dem oberen Absatz, Aufgabe, Reinigungskraft in der Zitadelle, Anmerkung, vermeiden. Datum 29. Regenhand, 4. Ära, 193, Ismar, Ankunft, wohl unbekannt. Nichts, ja gut, Wohnung, Stadt, Haus am unteren Bogen, Aufgabe Bäuerin, Anmerkung, gute Arbeiterin, kein Potenzial. Datum 27. Jahresmitte, 4. Ära, 193, Habig, Wohnung, Stadt, Haus am unteren Bogen, Aufgabe, führt Kleiderladen, Anmerkung, keine. Miranda, Wohnung, Stadt, Haus am unteren Bogen. Aufgabe Straßenkehrerin. Anmerkung Abweichlerin. Potenzial. Datum 14. Frostfall. 4. Ära 193. Deglund. Wohnung Stadt. Haus auf dem oberen Absatz. Aufgabe führt Haushaltswarenladen. Anmerkung vertrauenswürdig. Datum 2. Abendstern, 4. Ära 193, Rökers, Wohnung, Stadthaus am unteren Bogen, Aufgabe Stadtwache, selbsternannt, Anmerkung, aggressiv, weiß, dass er beobachtet wird, glaubt, die Statuen könnten lebendig werden, paranoid. Datum 21. Sonnenaufgang, 4. Ära 194, Branders, Wohnung, Stadthaus am unteren Bogen, Aufgabe keine verletzt. Anmerkung hat andere Untertanen mit Behauptungen über uraltes Übel unter der Stadt nervös gemacht. Liandris, verstorben. Stadt, Kammern, geräumt. Aufgabe keine. Anmerkung, Wächter von Stendar. Starb bei Suche in den unterirdischen Tunneln. Bat Hormund, die Türen zu den Tunneln zu verriegeln und einen Warnhinweis für weitere Expeditionen anzubringen. Datum 4. Zweite Saat, 4. Ära 194. Marius, Wohnung Zitadelle, untere Etage, Zimmer 4. Aufgabe keine, alle verweigert. Anmerkung, wurde gesehen, wie er nachts die Stadt durchwandert. Beobachten. Datum 1. letzte Saat, 4. Ära 194, Altrius, Wohnung, Stadt, nordwestliche Kammern. Aufgabe, Anmerkung, drang er in mein Seehaus ein? Oh, das ist es schon.
Ja, da sind die hier. Das nehmen wir mal mit. Ach, dann sind wir wieder überladen. Oh nein. Das ist aber ein wenig anstrengend hier mit dem Überladensein immer. Was ist mit den Handschuhen? Wiegen die was? Ja. Ja gut, da kann man nichts machen. Da müssen wir erstmal was wegwerfen oder essen. Ja, aber wie viel sollen wir denn da essen? Hier die Käseecke vielleicht, das Ziegenbein ist nicht zubereitet. Naja, die Tomate wiegt nichts. Komm, wir werfen wieder irgendwas weg. Weg hier. Das Karus-Chitin daneben, muss wieder dran glauben. Ja, dann geht's ja. Ja, damit sind wir leider schon am Ende. Ich tippe mal, wir müssen durch diese Tür und werden auf dem Balkon dann den Schlüssel finden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist am Ende. Ich darf mich dann also mit diesem Bild vielleicht bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir da durch auf den Balkon. Tschüss.